Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam einen kleinen Fuchs. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Fuchs hat am Kopf zwei Ohren dran. Die braucht er, damit er gut hören kann. Er hat eine feine Nase, kann seine Beute gut riechen und mit seinen zwei Augen kann er nachts jagen und sich danach in seinem Bau verkriechen. Sein Körper ist wendig und flink. Er mit den Pfoten über Stock und Steinchen springt. Ein Merkmal ist sein Schwanz. Er ist buschig und lang. Damit wärmt er sich und die Fuchsbabys ab Frühlingsanfang. Man erkennt ihn an seinem rötlichen Fell. Er ist ein schönes Tier, sehr schlau und sehr schnell. Wusstest du, dass der Fuchs in einem Bau lebt? Diesen baut er allerdings meist nicht selbst. Meistens bezieht er unbewohnte Dachshöhlen und macht es sich dort richtig gemütlich. In der Nacht macht er sich auf die Jagd nach Mäusen, Insekten und Vögeln. Die frisst der Fuchs am liebsten. Aber auch Früchte stehen auf seinem Speiseplan. Mein Fuchs heißt Freddy. Nun schnapp dir deine Stifte und zeichne auch einen niedlichen Fuchs. Welchen Namen gibst du ihm? Du darfst mir gerne die Zeichnung von deinem Fuchs schicken. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Ich bin schon ganz gespannt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.